Hallo zusammen. Als nächstes kommt ein Dehnprogramm. Das kann nach dem Workout gemacht werden oder als Einzeltraining. Wir gehen in die Rückenlage. Stellen das linke Bein auf oder strecken es, wenn wir etwas dehnfähiger sind. Nehmen das rechte Bein gestreckt nach oben, halten es am besten am Schnürsenkel oder auch das Bein an der Hose und wippen das Bein Richtung Brust. Dynamisches Dehnen, wir nehmen die Videomusik auf und innerhalb der Dehnspannung geht es ein bisschen vor und zurück, wobei wir uns immer nach vorne hin konzentrieren. Das Knie ist einigermaßen gestreckt. Fußspitze ist der höchste Punkt. Wir spüren die Dehnung auf der Oberschenkelrückseite. Wieder wie erkannt, ich bin da auch nicht so flexibel. Darf aber wehtun. Dehnen darf wehtun. Wir gehen über in die statische Dehnposition. Halten. Ein Knie aufgestellt, das andere dazu, stützen uns ab, stellen das
sind wir wieder in der Dehnung der Oberschenkelrückseite und auch etwas in der Wade. Okay. Stützen wieder ab, Knie bei Knie und dann Beinwechsel. Linkes Bein ausgestellt, Po zurück und mit dem Becken zur rechten Seite federn. Dynamische Wadendehnung über die Gewichtsverlagerung.